Hallo ihr Lieben, wer passt zum Wassermann, wer entfacht sein Feuer und wer ist sein Traumpartner? Der Wassermann ist ein Luftzeichen und ganz besonders freiheitsliebend. Wie sieht denn das aus mit dem Erdzeichen Steinbock? Sie sind beide sehr gegensätzlich und sie vertragen sich nicht. Während der eine seine Karriere verfolgt, der Steinbock, kämpft der andere für seine Ideale, der Wassermann. Konservativ trifft auf liberal. Und auf die Dauer geht es nicht gut. Und es nervt vermutlich auch den Steinbock, dass der Wassermann oft nicht so recht weiß, was er will. Also das ist keine gute Mischung. Wie sieht's denn aus mit dem Erdzeichen Stier? Der einfallsreiche Wassermann wirbelt das Leben vom Stier völlig durcheinander. Das bringt Spaß und frischen Wind. Aber der solide Stier wünscht sich ein ruhiges Leben im Häuschen am Stadtrand. Und für den unkonventionellen Wassermann ist es genau eine Horrorvorstellung. Also kurzzeitig mag das toll mit den beiden klappen. Aber für eine längerfristige Beziehung ist es einfach nichts. Die Jungfrau, auch ein Erdzeichen. Auf das Wahren der Etikette, das der Jungfrau so wichtig ist, legt der Wassermann so gar keinen Wert. Im Gegenteil. Alles Althergebrachte und Konventionelle lehnt er strikt ab. Hier gibt's wohl keinen Mittelweg. Und mit dem Wasserzeichen Skorpion, wie schaut's da aus? Die geheimnisvolle Art vom Skorpion fasziniert den Wassermann. Aber der Skorpion ist einfach sehr eifersüchtig und hat ein Problem mit dem großen Bekannten- und Freundeskreis vom Wassermann. Sexuell sind sie auch nicht auf einer Wellenlinie. Also das scheint auch nicht das Wahre zu sein. Wie schaut's aus mit dem Wasserzeichen Fische und dem Luftzeichen Wassermann? Der Fisch verliebt sich schnell in den immer gut gelaunten Wassermann. Und die Beziehung funktioniert, denn die Zweisamkeit und der Freiraum sind im Ausgleich. Sie sind seelenverwandt und sie ergänzen sich gegenseitig. Sowohl für Freundschaft als auch für Beziehung. Ein nahezu perfektes Paar. Und das Wasserzeichen Krebs. Luftzeichen Wassermann und Wasserzeichen Krebs. Also an der Seite vom Wassermann fühlt sich der Krebs stärker. Der Wassermann ist so herrlich offen und optimistisch und gibt dem Krebs Mut und der Krebs geht mehr aus sich heraus. Die zurückhaltende Art vom Krebs fasziniert den Wassermann zunächst, aber das Interesse wird schnell nachlassen, denn der Krebs ist ihm letztlich einfach zu ruhig. Ja, also demnach
würde es dem Krebs ganz gut tun, so einen Wassermann an seiner Seite zu haben. Und im freundschaftlichen Sinne mag das auch ganz gut klappen. Entschuldigung, aber für eine Beziehung ist es nichts. Da haben wir noch die Feuerzeichen. Wie schaut's aus? Wassermann und Widder. Luft und Feuer. Das ist Lebensfreude pur. Viel Vergnügen und jede Menge Spaß. Also die finden sich. Ganz toll. Der Löwe. Auch ein Feuerzeichen. Wie schaut's aus mit dem Wassermann und dem Löwen? Ja, der Löwe will hofiert werden und verwöhnt werden und bewundert werden. Und für alles das ist der Wassermann einfach nicht der Richtige. Zwischen den beiden gibt es Meinungsverschiedenheiten, Streitgespräche und Diskussionen. Und das funktioniert gar nicht. Das Feuerzeichen Schütze und das Luftzeichen Wassermann, das passt perfekt. Beide sind Abenteurer und Freigeister und gemeinsam überschreiten sie alle Grenzen. Gemeinsam erobern sie die Welt. Das klingt doch wunderbar für ein Traumpaar. Die Waage, ein Wasserzeichen, Entschuldigung, ein Luftzeichen, genauso wie der Wassermann. Eleganz trifft auf Exotik. Die Waage ist sehr elegant und der Wassermann sehr exotisch. Stil und Kreativität und die Beziehung der beiden gestaltet sich bunt, aufregend und abwechslungsreich. Ein absolutes Traumpaar. Wie schaut's mit dem Zwilling aus? Wassermann und Zwilling, beide Luftzeichen. Fröhliches und unbeschwertes Miteinander. Beide lassen sich viel einfallen, um einander zu begeistern. Das ist auch ein perfektes Paar, wo es nie langweilig wird. Gut, dann kommen wir zur letzten Mischung. Wassermann und Wassermann. Gleich, Entschuldigung, gleich und gleich gesellt sich gern. In dieser Partnerschaft herrscht die ideale Mischung aus Nähe und Freiraum. Sie fühlen sich einfach super miteinander. Das absolute Traumpaar, Wassermann und Wassermann. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Falls ja, lass mir gerne ein Like da. Und bis bald. Tschüss.